Zu welchem Betpult wollte ich jetzt eigentlich? Zu dem hier und nach rechts gucken, ob was uns da gehindert hat, nach unten zu kommen, ne? Nicht schlecht. Genau, wir konnten das jetzt auch in der Luft anmachen. So, warum konnten wir nicht nach rechts? Jetzt stellt sich mir die Frage. Ach, das geht dann zu. Okay, ich wollte gerade sagen, kann man dann vielleicht auch nach rechts rein und die Wand zerdüddeln? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ja gut, dann gehen wir doch einfach mal dahin, wo sich die Stadt erhoben haben könnte. Das machen wir auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich nehme mal stark an, dass das hier links ist. Ich meine, es ist immerhin aus dem Wasser gekommen, ne? Also von daher... Was war da links? Eine Waffe? Nee. Haben wir da ausprobiert, was passiert, wenn wir da runterspringen? Ich glaube schon. Also ich nehme stark an, dass da links jetzt was aufgetaucht ist. Das Einzige, wo ich... Ich wollte gerade sagen, irgendwas hat man da gerade im Wasser gehört. Ja, und die kennen wir ja schon von so einem, nennen wir es mal, Bettkampf. Alter Lachs. Die werden mich noch häufiger erwischen. Warum hat der keinen Life-Balken? Man kann da nicht durch. Ball, leck mich doch fett. What the fuck war das? Irgendwas, was uns alle unsere geile Flaschen gekostet hat, auf jeden Fall. Hurra! Komm, exekutieren!
Nice, exekutiert 50 verschiedene Manschkalle. Was passiert mit dem Gulli? Nix. Stark, oder? Oh, auch stark. Bling, 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 bling. La antigua catedral ha emergido del oscuro mar tintado. Nunca creí que pudiera ver esto con mis ojos vidriosos. ¿Por qué el milagro ha esperado hasta ahora para hacerla emerger? Ja, kann ich dir erzählen, weil ich den Käfig aufgemacht habe. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Ein Zeichen des Martyriums, danke. 12.000, ganz schön teuer dafür, dass wir ja eh noch zig davon haben, aber ich möchte alles kaufen, was es geht. Pero nunca se sabe que puede aparecer. Volved más tarde. Ich dachte gerade, was ist da passiert? Ja, erstmal hier lang, komm. Und wieder zurück. Super. Kommen? Au. Du kannst da mehr oder weniger nicht runter. Ah, crap. Ja, ja, da habe ich jetzt keine Zeit zum Heilen gefunden. Ups. Ja, da haben wir jetzt 18%. Zauber nicht benutzen, ne? Oh, aber ich kann was anderes benutzen. Und schon hört sie auf mit dem Mumpitz. Jetzt sind wir von 18 auf 2 zurück. Okay. Das gefällt mir nicht. Auch nicht, dass der links da so am Zittern ist, ne? Oh, crap. Ist der echt da unten einfach so erschienen? Karacho, ich hab extra einen Schlag ausgeführt, um das zu überprüfen, ne? Also im Prinzip durchsliden, um auf Nummer sicher zu gehen, oder was? Also so den Gegner hinzustellen ist auch immer etwas dumm vom Spiel, aber ich beschwere mich nicht, wenn ich dafür kostenlos Zeug bekomme, ne? Ist die Wand? Nein, die ist normal. Okay, wie kommst du darüber? Thank you.
das musst du dann irgendwann runterkloppen. Ich mag die Viecher nicht. Ich gehe überall hin, außer da, wo ich hin will, ne? Das ist natürlich auch cool, dass der von so einer Tintenhand gehalten wird. Du auch da nach oben? Ja. Schon erledigt. Oh, der hat mich noch getroffen. What the hell? Okay, lass mal gucken. Wie weit kommen wir denn hier eigentlich? Ah, schon gut weit. Ups. Reicht das? Ah, du musst noch weiter. Oh. Oh, wie easy. Warum mache ich mir denn da so Gedanken? Hurra! Schnickerino, Verdictor Level 3. Dachte ich schon, man muss da extreme Plattforming-Sachen machen. Nö. Den Grundschaden nochmal erhöhen. Ja, gerne. Miasma-Schaden erhöht. Schnieke. Wenn Veredictor am Boden aktiviert wird, das machen wir eigentlich nie. Naja. Wir entzünden das Ding so selten, weil wir lieber mit unseren Gebeten arbeiten. Okay, dann dashen wir halt eben nicht. Wow, 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 wow. Ist da wieder einer drin? Nein. Ich hoffe, wir kriegen in dem Gebiet... Oh, crap. Ups. Ich hoffe, wir kriegen in dem Gebiet das, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, diese komischen Kugel zu aktivieren. Wäre stark. Aber da sind so viele davon.
Okay, der sieht die Dinger. Oh, crap. Fast voll reingeballert. Ich hasse dich. Ups. So, jetzt sind wir da unten und können dann diese komische Special-Kiste aufmachen, oder? Bevor ich da nach unten gehe. Oh, da ist ein Betpult. Das ist auch nicht schlecht. Oh, crap. So, was ist da drin? Salzige Speerspitze. Erhöht die Resistenz gegen jeglichen physischen Schaden und zwar mehr als nur geringfügig. Weißt du was? Wenn wir erst gar nicht sterben, brauchen wir das auch gar nicht, ne? Da ist rechts direkt rein? Ich habe so ein bisschen Bammel. Ein Handgedöns und eine verschlossene Tür. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, um das zu aktivieren, in Anführungszeichen, aber besser so als gar nicht. Wenn ich jetzt den hier mache und den hier, dann ist das Teil weg. Okay. Au. Da ist er wieder. Diesmal mit Live-Balken oder wie schaut das aus? Ja. Odon von der Gemeinschaft des Salzes. Oh! Der holt auch noch andere Viecher raus. So, was mache ich jetzt mit ihm? Au! Wow! Nichts! Wir sterben einfach mal eben. Der tut weh! Obwohl wir jetzt da schon gegen physische Sachen unser Zeug drin hatten, ne? Das ist jeglicher Elementarschaden. Lass mich mal... Ups. Hier gegen... Extra gegen Blitzschaden, aber... Haben wir irgendwas Stärkeres gegen Blitz? Ja, das da. Okay. Oh oh. Da kommen wir wieder angeflogen. Ich will hier raus. Okay, ich muss mal ganz kurz die Heilung spielen. Sag mal, haben wir ihn gerade nicht? Doch. Es kommen schon drei. Fast draufgegangen.
Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach, der hat Schilde dem Kollegen gegeben. Oh, crap. Natürlich. Eigentlich ist das optimal, um ihm dann eine mitzugeben, aber wenn er uns dann eine mitgibt, ne? Ah, komm schon, komm schon! Jetzt dachte ich gerade, er hat uns aufgespießt. Oh! Holy! Das Meer stirbt an der Küste. Das stimmt auch irgendwo. Ja, danke, treuer Begleiter. Hey, den Salzschlüssel. Brauche ich den für die linke Tür? Nee. Desprovisto de dominio suficiente, el milagro fallaba en sus empeños de encarnarse, manifestándose únicamente en forma de enfermedad, deformidad y dolor. Propagaba más y más sus aberraciones, como llagas en una piel enferma, en cuantiosos lugares y en inocentes cuerpos. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Machen ja richtig Progress, ne? Wow. Ein einziges Bild, aber sieht richtig stark aus, ne? Aber wo das ist, kein blassen Schimmer. Irgendwo wahrscheinlich ganz unten. Da rechts geht's runter, ja. Ich möchte jetzt aber A, den hier machen und B, gucken, ob ich jetzt da links durch kann oder nicht. Mit dem Schlüssel? Nein, der ist nur für den Käfig gewesen. Ja, dann musste hier noch irgendwo links rüber. Ja, wie schön, als wir da rechts rum. Ja, ja, mach du mal. So, wo geht's hier lang? Irgendwie fast aus wie das Anfangsgebiet, ne? Den habe ich gesehen, aber nicht erwischt. Oh, ich hasse die Viecher. Genau deswegen. Okay, da geht's auf jeden Fall runter. Der hat mich noch getroffen mit seinem Scheiß, ne? Ah! Ja, mach den da unten trotzdem platt. Los! Zum Glück habe ich mich da doch mal eingehalten. Kompass des Gestrandeten bekommen, der macht was? Resistenz gegen Miasma-Schaden erheblich. Mhm. Wenn das mal kein Zeichen dafür ist, was noch kommen wird.
Können ja jumpen, die Viecher. Fuck! Komm schon. Auge rausgeploppt ist, ne? Ja, 3500 geht. Aber das Brenngeräusch ist immer noch da, ne? Den Kackvogel auch gleich mitgebasht. Oh shit, der kommt da einfach runter. Naja, ich wollte gerade sagen, das sieht sehr verdächtig nach Wand aus, die man umhauen kann. Ja, Zeichen des Sentyriums, schön und gut. Oh, ja gut. Dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. Also wir machen hier extrem schnell Progress. War da bei einer Sodbrennen. Könnten wir vielleicht hier das Zeug kriegen? Das da im Hintergrund sah ja schon heftig nach Glitzergedöns aus, ne? Alter, den haben wir. Die zerteilen sich in zwei. Krass. Ja, die sind eingewachst. Wenn da mal nicht was rausjumpt, ne? Wie in dem Palast der Stickereien oder so. Eigentlich würde man sagen, ja, hier oben geht's weiter, ne? Vielleicht müssen wir nach unten? Vielleicht nach. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hätten wir eher nach unten gehen sollen. Ah ja, der schnelle Rückweg. Ja genau, das trifft mich noch. Mhm. Ich gehe jetzt erstmal gucken, was hier oben ist. So viele Wege. Ha! Oh. Schau mal einer an. Fehlen auch nicht mehr viele, ne? Mhm.
Oh, warte. Ne, passt. Leck mich doch am... Ja, da habe ich am Anfang auch so ein bisschen Zeit verloren. Naja. Alle guten Dinge sind 17 dann wahrscheinlich. Bast. Hodensägle? Nein. Hallo, Serena des entfachten Herdes. Erzeugt einen Flammenstrom, der anhaltenden Feuerschaden verursacht. Wir benutzen die Gebete zwar eh nicht sonderlich häufig, aber ey. Achso, das kannst du gedrückt halten, oder wie? Ja, kannst du gedrückt halten. Aber nicht steuern, wohin das dann geht. Das. Ach, da wo du dann oben da nicht weiterkommst. Oder sollen wir mal ausprobieren, ob wir da... Ah, nee, das sieht schon sehr weit aus, ja. Okay. Ich will das endlich haben. Und wenn wir das haben, dann wird so gebacktrackt und alles geholt. Der geteilte Turm.